Kokomora. Koko, was? Kleine, meuchelnde Piraten. Rate mal, weshalb die hier auftauchen. Die sind irgendwie süß. Krass, ja. Oder? Frozen, also die Eiskönigin von Disney, ist auch schon wieder 3 Jahre her. Das war ja so der Disney-Film der letzten Jahre. Wird also Zeit für Disney, was Frisches in Sachen Animations-Weihnachtsfilm nachzuschieben. Und here we are. Vaiana startet heute. Das Ding Kinochecker Tom. Südseeparadies statt Eispalast? Ja, zum Glück, ne? Also ich meine, Frozen war ja schon mega, aber das Zittern immer beim Angucken, ne? Das Frösteln beim Film. Das ist in Vaiana anders. Da geht's um eine 16-jährige Südseeprinzessin, die so heißt. Die klaut heimlich ein Boot von ihrem Stamm, haut damit ab aufs Meer und lernt Maui kennen. Einen voll tätowierten Maori-Halbgott. Maui, Gestaltwander, Halbgott des Windes und des Meeres. Ich bin Vaiana von... Held der Seefahrer. Was? Es heißt korrekt Maui, Gestaltwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Seefahrer. Ich hab dich unterbrochen. Nochmal von vorn. Held der Seefahrer. Jetzt du. Ich bin... Entschuldige, warte. Und Seefahrerinnen. Fahrer und Fahrerin. Von beiden. Von allen. Nicht so ein Jungs-Mädels-Ding. Eher so, Maui ist der Held von allen. Das machst du klasse. Was? Nein, ich bin hier, weil... Oh, natürlich, natürlich. Ja. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Wenn man ein Vögelchen zum Schreiben benutzt, heißt das Twitter. Na, Stimme erkannt? Ja, also irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Wer ist es? Andreas Burani. Ganz ohne Drehsessel und ohne Buzzer. Sehr witzig, dieser Maui, so ein typischer Disney-Anti-Held. Für euch fing ich die Sonne ein. Voll gerne. Die Tage wurden länger, Spaß muss sein. Den Wind zu zähmen war schwer. Voll gerne. Jetzt könnt ihr segeln übers Meer. Was soll ich dir sagen? Hey, voll gerne. Diese Inseln zog ich aus dem Meer. Davon abgesehen, gern geschehen. Voll gerne. Ha, so bin ich eben und noch vieles mehr. Und was genau will Vaiana von ihm? Na, Maui soll vor Jahrhunderten so einen magischen Edelstein geklaut haben und wenn er den nicht endlich zurück an seinen Platz bringt, dann wird die traumhafte Südseewelt untergehen. Eine gefährliche, aber natürlich auch extrem lustige Reise beginnt, also wirklich klassisch Disney, ist aber hammer animiert, vor allem das Wasser sieht einfach echt mega aus. Wer reingeht, kann sich außerdem noch auf Vaianas Haustier freuen, den dämlichsten Hahn der Filmgeschichte. Das sagt das Ding Kinochecker Tom über Vaiana, der neue Disney-Weihnachtsfilm in der Südsee, ab heute neu in den Kinos.